Also, nochmal ein kleines Update. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich ungefähr eine Woche nach Hause gehe. Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, die Reise jetzt hier zu beenden, weil ich jetzt quasi eigentlich mein Ziel erreicht habe und dann jetzt noch meine kleine Schwester mitgesegelt wäre, die ist krank geworden. Und ich hatte jetzt echt irgendwie nicht mehr so viel Lust, noch groß alleine weiter rumzusegeln. Und deswegen wird das Boot jetzt verkauft. Ich behalte das nicht, weil sich das für mich nicht lohnt, weil ich nicht an der Küste wohne. Und ich jedes Mal, also wenn, dann müsste ich es wieder nach Holland ins Eiselmeer bringen. Und selbst da müsste ich dann immer noch 3,5 Stunden hinfahren. Und das lohnt sich für Wochenenden auch so mittelmäßig. Also, und man muss dann auch immer, wenn man Bootsarbeit macht, dahin fahren und so weiter. Ja, deswegen wird das Boot verkauft. Und ja, ich schaue mal noch, vielleicht segel ich das noch nach Lübeck. Dann würde ich noch mal ein kleines Video machen. Wie es dann jetzt genau auf dem Kanal weitergeht, das werde ich mir dann nochmal überlegen. Es werden jetzt allerdings dann erstmal nicht mehr wöchentlich die Segelvideos kommen. Ich werde nochmal eine generelle Zusammenfassung sozusagen von meiner Ostseerunde zusammenschneiden, mit vielleicht ein bisschen kommentieren und so weiter. Dass man nochmal ein kleines zusammenhängendes Video hat. Und ja, vielleicht produziere ich auch noch weiter andere Videos, aber das wird dann sehr wahrscheinlich nicht mehr unbedingt mit so viel mit Segeln zu tun haben. Natürlich, wenn ich segel, dann filme ich auch das Segeln. Aber erstmal werde ich jetzt, weil ich die Reise ja nach dem Studium gemacht habe, mir einen Job suchen und noch alles ein bisschen unklar, wie es jetzt alles so genau wird. Aber ich denke, dass man schon auch immer mal irgendwelche Gelegenheiten hat, die man ganz gerne dokumentiert. Also ich denke nicht, dass es auf dem Kanal jetzt für immer Schluss ist sozusagen. Mal gucken. Und ich weiß auch nicht, ob es ein ausschließlicher Segelkanal bleibt.